Ein ganz herzliches Willkommen zurück an diesem Donnerstagnachmittag. Wir spielen Detective Grinoire. Heißt das so? Ich vergesse immer seinen Namen, der ist mir zu französisch. Aber ich finde das Spiel bisher echt cool. Und wir schauen jetzt, allein vom Design her, so, und wir schauen jetzt mal weiter, was hier passiert. Guck mal, Vincent! Vincent! Umschalten! Vincent! Ja! I don't think so. Then why are you here? I'm incredibly busy. You don't look it. Who are you anyway? What a question. You're serious? Vincent. I am Vincent van der Peer. The famous movie director? The artist, the visionary, the auteur. Also ich habe Amateur gelesen. Let's hope you have a talent for answering my questions. That's a very talented beard you've got there at least. I heard your work was going downhill lately. I heard your work was going downhill lately. You're in my light. Could you take a few steps back, please? But then I'd be too far away to talk to you. I know. Ein Nerf? Hat er gerade ein Nerf gesagt? Nein, gell? Vielleicht doch. Oh, ich habe vorhin gelesen, irgendjemand hat geschrieben, when Officer James is way too old for the little girl. Ich habe gelacht. Fürs Protokoll. Wir können jetzt wieder auf den Spielebildschirm gehen. So. Wieso denken wir denn jetzt überhaupt? Aber bestimmt hat es mit Vincent zu tun. Vincent only recently got permission from Boggy to dress up as Boggy. Vincent van der Peer only recently got permission from Boggy to dress up as Boggy. Ja, natürlich das. Vincent van der Peer only recently got permission from Boggy to film here in the swamp. Maybe I just need to change one thing. Aber von wem hat er die... Von Remington vielleicht? From Officer James? Wer hat ihm das denn erlaubt? Vincent van der Peer only recently got permission from Richard Remington to film here in the swamp. I wonder if Mr. van der Peer has been breaking rules. Or maybe he'll have an excuse. Mhm. Van der Peer Challenge unlocked. The challenge topic will now be available when talking to Vincent. Find the truth. Challenge unlocked. Wasn't given permission to film in the swamp. Okay, confirm. Was ist denn los? Ich wollte jetzt die... Wie challenge ich den jetzt? Komm her. Not suspicious. Wieso? Suspicious. Ja. Ah. Not suspicious, suspicious. Yep. So, und jetzt will ich den challengen. Hoffentlich raff ich wie. Haha, yep. I heard this isn't the first time you've tried to film here. Where? In the swamp? What are you talking about? Remington never found out about your previous attempts. You tried to film here before, but the camera broke. Remington has denied you the filming permission in the past. Remington has denied you the filming permission in the past. Oh, that. Nothing but the natural process of being in a profession like mine. Every situation simply requires the right approach before the gears start turning smoothly. You understand, mm-hmm. I'm sure. Why did Remington not want you filming here? And why did he change his mind? Ist Remington nicht der, der gestorben ist? This area is protected, you know. There are certain rules, certain regulations. I encounter this kind of thing all the time, really. Mm-hmm. That doesn't explain why he changed his tune. It's a little suspicious. Why would you say that? A famous movie director suddenly gets his way? Hmm. I wonder how that happened. Time to use my notebook. Just drag an item onto the paper to draw the idea. Ist euch bestimmt wieder zu einfacher, ist es jetzt. Nein, nicht für mich. Ha. Ja, super. So sehen meine Zeichnungen auch aus. So, I am famous, I am the boss. Und I am famous kriegt das da. That can't be it.
wird. Okay. Da. Genau, eine Autogrammkarte. That can't be it. Oh gut, okay, dann war es wohl das Geld. Right. That's the one. Ich hab euch gesagt, der macht illegale Sachen, dieser Remington. Ich hab's euch gesagt, der dealt mit dem Teich. I think you bribed Remington to get the filming rights. Well, bribe is a strong word. It was just a little arrangement between friends. Nothing worth getting upset about. I simply promised him a cut of my next movie's profits. It made sense, since he owned the area anyway. Just a favor for a favor. So you would have owed him money? Only a small percentage, simply out of courtesy. And not for a long time either. Das war's. Oh Mann, hätte ich ein Kind, könnte mein Kind hier auch mitspielen. Aber ich mag's trotzdem. Ich fand das echt cool mit dem Objekte auf das Notebett ziehen und Notebook ziehen und dass das dann gezeichneter erscheint. Mal fragen wir den nochmal über letzte Nacht. Indeed, I was working. Very hard indeed. Well into the night. Hard work, is it? Getting to know the swamp? You jest. But yesterday I was getting even more involved than usual. Yes, difficult to comprehend, I know. So what kind of work were you doing? Well, I was unable to find my faithful cameraman last night. He had hidden himself quite completely from view. Ach was. Bobby Burrow, right? Did you need him to film for you? Always, but being a resourceful type of man, I stepped up and took on the responsibility myself. I was filming in this exact area, in fact. You were filming? Last night? Uh-huh. Here? Yes, at the time of the murder, I believe. But wait, I know what you're thinking. Now, don't forget, I'm not here to shoot some experimental documentary. I have no interest in late-night surveillance footage. Mm-hmm. Did you see anything at all? What is it you were filming? The water. I was filming the water. It's a fascinating subject, one that has me captivated to the point where so, I... So, you didn't see anything useful? I sat there for a minute. Nothing useful to you, my good detective. But there are some odd sounds on the audio track. Nothing but wild animals going about their nighttime rituals, I'm sure. Oh, ich will das hören. Oh ja, das ist cool. Das war ein Schuss, oder? Mhm. Da ist auf jeden Fall nichts passiert. Footage recorded last night at the exact time of the murder, filmed by Vincent in the clearing of the west side of the swamp near the crime scene. There is nothing to see, but various clues can be heard on the audio track. Listen to them in order. Ach so, oh. Das ist... Wie heißt das Wort? Das, was aus dem Fenster flattert. Das, was bei mir hier flattert. Fenster-Dunkelmacher-Ding-Stoff. Ja, Gardine. Genau das meine ich. Das ist auch viel zu französisch. Was kann ich mir nicht merken? Gardine. Grimoire. Ja. Quiet. I'm sure you're thinking, why doesn't he send an assistant? But that's not the way this director works. Er hat kein Geld. What are you doing? I'm feeling, I'm experiencing, I'm discovering this area, the history, the atmosphere. It's the perfect setting for my next film. I'm on a scouting mission to get to know this swamp before I begin work on the latest masterpiece in a string of masterpieces. You're making a movie about Boggy? About the swamp preacher? Of course. He's a fascinating individual, isn't he? So mysterious. No idea. I haven't met him yet. Is that your cameraman over there? Yes, that's right. Mit dem haben wir doch schon geredet. My faithful right-hand man. Well, faithful enough, you know. No, I don't know. He's an expert cameraman. Really knows his trade, of course. But he gets a bit muddled when it comes to priorities. Like how? You mean he's lazy? He doesn't look lazy.
looks a bit scary. Oh no, nothing of the sort. He just has a little hobby that sometimes distracts him from his work. But I wouldn't want anyone else shooting for me. Is there something I should ask the cameraman? Mal sehen erstmal, was für Fälle hier sind. Doesn't explain why was one reason told me that. Lied to me because. Oh. Came. Oh, Moment, Moment, so schnell kann ich nicht lesen. So. Sagen wir mal, dass der Kameramann sagte. Bobby Burl told me that Burl's camera was so useless. I'm losing my mind. Maybe Bobby Burl needs to do a little explaining. Vincent van der Peer told me that Burl's camera was so useless. What is that supposed to mean? Habt ihr das gesehen? Beim zweiten Anlauf. Mann, Rekordzeit, Rekordzeit. Einen nach dem anderen hier die Rätsel weggehauen heute. Bam. Ha. Cool. Maybe Baby Burl... Was? Ich hab... Aber das war doch sinnvoll. Ich dachte... Oh, ich dachte, das war sinnvoll. Scheiße. Ich habe nichts gesagt. Vincent van der Peer... Jetzt aber. Bobby Burl was nowhere to be found last night. Aller guten Dinge sind drei. Jetzt habe ich es geschafft. Challenge. So, Moment. Simple number doing last night means he couldn't help his boss. The challenge topic. Cameraman topic. Good. Oops. I heard this isn't the first time you've tried to film here. Where? Wir hatten das doch schon gemacht. What are you talking about? You tried to film me before, but the camera broke. Remington has denied you the filming permission in the past. Remington never found out about you. Aber das hatten wir doch schon. Bin ich gerade doof? Remington has denied you the filming permission in the past. Das hatten wir doch. Oh, that. Nothing but the natural process. Das hatten wir alles, gell? Ich überspringe das einfach mal. Nicht, dass ihr euch wundert. There are certain rules. Aber Moment, das hatten wir doch schon. Habe ich was falsch gemacht? Das finde ich leicht irritierend. Mal kurz ein bisschen Hate lesen, es geht ja immer. So, das... Ja, nein. Ja... Ist Gardine auf Russisch nicht auch Gardine? Nein, es heißt Zanavieska. Und das Wort wusste ich und mir ist tatsächlich das deutsche Wort gerade nicht eingefallen. Professionals at work hier, ey. Einmal auf Back unten drücken wäre ja zu leicht. Ja, ich hatte Angst, dass dann die komplette Unterhaltung zu Ende ist. Aber Moment. Mit wem muss ich denn jetzt reden? Police File, Map, Film, Footage. Ja gut, das habe ich ja von ihm selber bekommen. Flippers. Oh, ja, zeigen wir mal. Tschüss. Bock auf den Frechdachs. Habt ihr gesehen, wie der seinen schönen Doppelkinnkopf gerade so gewendet hat? I heard from Mr. Vanderpure over there that you were nowhere to be found last night. Didn't I say I was at the cafe? Yeah, you did. But your director needed you for some filming, and he couldn't find you. What were you doing that was so important? Well, let's see. After I ate, I had a walk around the swamp. I didn't have my camera, so I was free to stretch my legs for once. Where was your camera? Don't you carry it around with you all the time? No, not all the time. Ah ja. He lost it in the swamp and went to look for it. Nein, you left it with Van der Peer and he used it instead. It was broken and being repaired at that point. Das da bestimmt. You left it with Van der Peer and he used it instead that night. That's right, he was looking after that camera. So I went for a late night stroll. This place is beautiful in the evenings.
You just walked around? You didn't do anything? Didn't see anyone? Well, I can't say that. I have various ways to pass the time, you know. Okay, you got lost in the swamp and were trying to get out. Van de Peer said you had a hobby on the side. You were collecting samples of swamp water. Genau. Das muss ich aber tatsächlich manchmal machen. Das ist super spannend. Es klingt nicht spannend. Aber eigentlich ist es voll spannend, Teichwasser zu mikroskopieren. Da sind nämlich richtig coole Viecher drin, aber da braucht man schon ordentlich Vergrößerung. Googelt mal eine Heliozoe. Die sind richtig hübsch. Ich glaube, die schwimmen da auch drin. Ansonsten gibt es da noch ganz viele andere Mikroorganismen, aber auch das kann euch Google zeigen. Wir könnten auch mal so ein Mikroskop... Es gibt Mikroskope mit einem HDMI-Ausgang. Kann ich eine Mikroskopshow haben? Dann mikroskopieren wir so richtig abgefreakte Sachen, aber so richtig lustige, coole Sachen halt eben, die man aus dem Unterricht kennt und nicht nur langweilige Dinger. Ist das, was er gesagt hat? Well, yes, he's right. I brought two cameras with me when I came here. I left my video camera, yes. But I have another one. It's much smaller. And it only takes black and white photographs. You know the kind I mean? A really old one? Yes, I suppose so. I've always enjoyed traditional photography, and this place is a wonderful opportunity to take some pictures of the natural environment. So, you were having some time off to take black and white photographs? For fun? Only one photograph. You have to be disciplined when you're not using a digital camera. Can I see it? Of course. I took it near the woods at the back of the swamp. Mm-hmm. It's quite an interesting shot, but the light qualities weren't perfect. Here we are. Feel free to take a look. Okay. Wait, what? Was? Was denn? This is a photo? Mm-hmm. I haven't developed it yet. I only took it last night. Just brush the developing fluid over the photo to reveal the image. Oh, so artsy. Ich mach's mal ganz dramatisch, wie bei so einem billigen Bahnhofsrätsel. Wo so ein DJ-Bobo-Bild dann immer so erscheint und alle sich 30 Sekunden lang fragen, wer könnte dieser geheimnisvolle Mann bloß sein? Habe ich gut gemacht, gell? Man erkennt bisher nichts, außer hier so ein Pfeilchen. Okay, jetzt machen wir mal das Gesicht bestimmt hier. Dum, dum, dum. Das ist ein Glumanda. Nein, das ist bestimmt nicht. Oh. What? Is that Boggy? The swamp creature just standing in the water? It could be. Personally, I'm not convinced, but I'll let you decide for yourself. Sweet. A blurry photograph taken by the Bobby Burl shortly before the murder. It shows something that looks like Boggy in the woods at the back of the swamp. The being in the photo seems to have long legs. Nein, da ist doch die Wasseroberfläche. Das spiegelt sich doch nur. Wieder keine Ahnung von Physik, diese Laien. Okay, dann haben wir hier wohl erstmal alles. Oder können wir dir hier noch irgendwas Cooles zeigen? Könnten wir Vincent's work, I see. I'm glad he knows how to use the camera at least. What do you think all those noises are? Well, judging by the time this was recorded, I'd be able to make a pretty good guess. Und nun gehen wir wandern. Haben wir noch Zeit? Regie, haben wir noch Zeit? Cool. Okay, dann checke ich kurz ab, was die Leute zu meinem Mikroskopplan so meinen. Das ist natürlich sehr wichtig. Hier gibt's keinen Hate. Das finde ich schön. Wer auch immer das geschrieben hat. Bla 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 bla. Ich glaube, Sophia wird langsam ein wenig verrückt. How would you guess that? Mikroskopshow Folge 1. Oh nein, das kann ich nicht vorlesen. Nicht nachdem ich gestern eine S-Compilation in meinem Beitrag hatte. Wer hat eigentlich ein Problem mit einer S-Compilation? Ich dachte, das wäre die genialste Idee ever. Und Tim, glaube ich, dachte das ein bisschen auch. Auf jeden Fall fanden wir das sehr lustig, als wir uns das ausgedacht haben. Und irgendwelche Menschen haben rumgeheult. Ich habe extra auch Männerärsche reingeschnitten. Dabei gucke ich Menschen nicht mal auf den Arsch. Nur wenn ich vorhabe, ihn zu filmen und daraus eine Ass-Compilation zu machen. Aber sonst nicht. So. Auf jeden Fall ganz viel Begeisterung für Mikroskopie. Ich werde das pitchen. Sehr gut. Dankeschön. Ganz viele Komplimente auch. Sophia, du bist hot. Das ist sehr lieb. Mikroskophia. Interessant. Gibt es sogar schon Namensvorschläge für die Sendung.
So, neue Idee der Riddler Queen. Biosophia. Ja. Ja. Genau. Gut, ich glaube, das reicht auch erstmal. Also ich glaube, wenn man sich das auf YouTube anschaut, verstehen die Leute das ja gar nicht. Die lesen ja nicht mit. So. Mikrosophieren. Ja. So ein Mikroskop ist teuer. Das ist korrekt. Man müsste schon natürlich dann bei irgendeiner Institution anfragen, ob die uns das nicht leihen können. Aber ich weiß nicht, inwiefern die das unterstützen, wenn ich verrückte Sachen mikroskopiere. Ob die dann da erwähnt werden wollen. Aber die müssen ja gar nicht erwähnt werden. Die müssen mir ja nur das Mikroskop geben und sich freuen, dass ich Spaß dran habe. Ja. Oder ich hinterlege Geld. Vielleicht kaufe ich mir einfach ein Mikroskop. Aber dafür brauche ich Geld. Schon wieder ein Problem. Gehen wir ins Museum, ist egal. Ja. Hier, wo ist das Museum? Sehr gut. So, I'm guessing this museum is an official part of the tourist attraction. I hope they don't charge an interest fee. Wir sind Ermittler, wir müssen nicht zahlen. Hutch ist ein schönes Wort. Wo? Hey, haben wir vorhin nicht auf dem Steg so ein Blümchen gesehen? Aha. Nein, nein, nicht der Hutch, das Blümchen. Na, ich als Biologe hätte natürlich jetzt ein Pröbchen vom Blümchen genommen, aber nein, das ist ja ein richtiger Detektiv, die machen sowas nicht. Ich glaube, wir müssen einfach reingehen. Jupp. Wieso ist das bizarr? Ist Venedig nicht komplett auf Holzfehlern gebaut? Mein lieber Herr, also bitte. Cooler Typ. Genauso wie ich. Oh. Links, rechts, geradeaus. Da. Oh, es wird wieder spannend. Es wird wieder spannend. Uiuiuiuiuiui. Nein, nein, nein! Habt ihr das gesehen? Was für ein Move. Richtig schön weggebasht. Da sitzt schon ein kleiner Nerd mit einer Alkinase. Was soll man auch sonst in einem Museum machen? Außer es ist ein cooles Naturkundemuseum natürlich. You're incorrect, Detective. I am no mere tourist. How did you know I was a detective? Was it my stylish trench coat, my sensitive, inquisitive manner? It was the clueless expression on your face. What are you talking about? Yeah, that's the one. Right. That's it. You've done it now. What's your name? I go by Folder. Agent Folder. What are you doing? I'm writing bad things about you in my notebook. Yes, I'm doing a drawing of your beautiful face. I'm writing in my diary. It's been a long day. I'm doing a drawing of your beautiful face. Your job. So, if you're not a tourist and you don't work here... I am a scholar, an academic. I'm here to research the past... Classic Student, so sehen sie alle aus. So, you're visiting the museum for fun. Fun. Voll dünn, weil kein Geld zum Futtern, eine Brille, weil zu viel vorm Rechner und eine rote Nase vom vielen Saufen. Ah, what kind of secrets? It's just a museum about Boggy, right? The swamp creature. He's one of the most intriguing modern examples of cryptozoology. Oh, ich könnte ihm mein Foto zeigen. Scientific fact and wild speculation. I'm with you on the speculation front. Although, come to think of it, people have been hinting that I should find out about the history of this creature. A wise suggestion. And you've come to the right person. Dann schreibt er auch noch so eine Bachelorarbeit über so eine Teichkreatur. You'll help me? I suppose I could divulge some of my findings with you, if you're in the mood for a little light reading. Schade, dass Eddie nicht hier ist. Der könnte sich über Studenten noch viel cooler ausquatschen als ich. Something for beginners at least. Quatsch, Studenten sind toll. Oh ja,
Information about Borgi collected by Agent Folder. Okay. Borgi Swamp became a protected area after reports of hunting in the area. Borgi's appearance has changed from the original sketches in which he has three claws on each arm. The modern characters have simple fin-like arms instead to make him less threatening. Aber auf unserem Foto hat er auch nicht so drei Mega-Klauen, ne? Nee. So. Das ist der Borgi-Gangster-Style. No footprints were recorded in the journal. Was? Ja, Werbung gleich. No footprints were recorded in the journal, but some experts believe that information is out there somewhere. Es gibt noch eine Seite. Nein, es gibt nur Fotos. Na gut. Guck, bei uns haben wir so... Er hat Handschuhe an, in Wirklichkeit hat er Clown. Aber vielleicht will er freundlich wirken und das ist ein Fehlschluss. Was es auch ist, wir erfahren das bestimmt nach der Werbung. Bis gleich.